willkommen zu einer weiteren Folge hier am Roblox Brookhaven Internat. Falls ihr die letzten Folgen von dieser Serie nicht kennt, verlinke ich die euch gerne hier oben beim i. Dann könnt ihr alles nachschauen, was ihr verpasst habt. Aber ihr müsst die Folgen davor nicht gesehen haben, um zu verstehen, was hier in dieser passiert. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Und dann lasst uns anfangen. Oh mein Gott, Anna, was für ein verrückter Tag gestern mit dem Geheimraum, den wir gefunden haben. Ja, ich kann es immer noch nicht glauben. Fühlt sich an wie ein super verrückter Traum. Ich weiß, was du meinst. Geht mir ganz genauso. Aber ich meine, wir haben einen Code gefunden. Wir haben den so halb entschlüsselt. Ich glaube, es gibt nichts, was wir jetzt tun können. Ich glaube, wir sollten einfach in die Schule gehen. Wir sollten frühstücken. Und dann kümmert sich irgendjemand anderes drum. Oder wir später. Aber gerade können wir einfach nichts mehr machen. Denkst du, ist es denn sicher in der Schule? Glaube ich schon. Der Typ war ja kein Lehrer, den wir gesehen haben. Ich sag, wir können in die Schule gehen. Überhaupt gar kein Problem. Komm, lass uns gehen. Es ist so schön, wenn man morgens in der Schule ist und dann nicht alles voller Leute ist und vor Emilia. Boah, ja, nach dem Tag gestern brauche ich erstmal Emilia freie Zeit. Morgen, ihr Loser. Warum? Warum immer, wenn man einen friedlichen Moment hat, warum muss sie kommen? Was willst du, Emilia? Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr nachher nicht zu den Cheerleadern kommt. Meinst du, in die Cheerleading-AG gehen? Danke, kein Interesse. Wollten wir eh nicht. Kein Wunder. Jeder weiß, nur die Besten kommen da rein. Und ich nehme an, du bist die Beste? Ja. Ich denke, außer mir wird es keiner schaffen. Was ist, wenn ich dir sage, dass Ronja super gut cheerleadet? Anna, so gut bin ich jetzt auch nicht. Ronja macht dich fertig. Naja, viel Spaß noch beim Träumen. Ich bin weg. Anna, weißt du was? Ich habe auf einmal richtig Lust bekommen, mich in die Cheerleader-AG einzutragen. Was denkst du? Ja, denke ich auch. Oh, stell dir vor, Emilias dummes Gesicht, wenn einer von uns Haupt-Cheerleader wird und uns an ihr vorbeigeht. Ich sag, so gut ist die gar nicht. Ich habe die gesehen. Kannst du denn cheerleaden? Kann ich cheerleaden? Klar. Wie schwer kann es sein? Du? Krieg ich hin, denke ich. Alles klar, komm, dann lass uns in die Liste eintragen. So, einmal Ronja und einmal Anna und zack, das wär's schon. Hier steht, morgen in der Sporthalle sind die großen Tryouts. Komm, dann lass uns aber üben gehen. Ja, wäre dumm, wenn wir uns jetzt noch blamieren. Okay, dann auf geht's. Ey, oh mein Gott, Emilia? Du hast Anna gerade ein Bein gestellt. Anna, ist alles in Ordnung? Ah, nein, es tut so weh. Geschieht dir recht. Was? Oh mein Gott, warte, ich rufe direkt einen Krankenwagen. Hi, einmal in der Schule, wir haben eine Verletzung. Wir brauchen dringend einen Krankenwagen. Okay, komm, wir bringen dich ins Krankenhaus. Frau Ärztin? Na, wo drückt der Schuh? Meine Freundin, sie hat sich ein Bein stellen lassen oder sie ist irgendwie hingefallen. Jedenfalls ist sie ganz mies gestürzt und ihr Bein ist, glaube ich, gebrochen. Mein Bein tut so weh, Frau Ärztin. Na, dann komm mal mit. Wir röntgen. Okay, okay, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Frau Ärztin, ist es sehr schlimm? Oh je, klingt gar nicht gut. Dein Bein ist gebrochen. Oh nein, was machen wir jetzt? Muss ich mit Krücken laufen? Wir haben eigentlich morgen Cheerleader-Tryouts. Kann sie da noch mitmachen? Auf keinen Fall. Das dachte ich mir schon. Emilia, gell? So was Blödes. Ich habe gedacht, du warst wahrscheinlich richtig gut im Cheerleaden. Nehme ich an, du hättest garantiert gewonnen gegen sie und wärst Haupt-Cheerleader geworden. Und jetzt sowas. Das war wirklich nicht okay von Emilia. Ronja, dann geh alleine hin und dann gewinn. Für uns beide. Okay, Anna, ich gebe mein Bestes. Versprochen. Jetzt die Stunde der Wahrheit. Hier ist die Sporthalle und... natürlich ist Emilia schon da. Oh, und hallo Trainer, beziehungsweise Coach. Guten Tag. Hi Coach. Okay, was müssen wir machen? Ach, immer diese Amateure. Guck mal, ich kann sogar zwei. Okay, das ist wirklich cool, Coach. Zeigt mal euren besten Salto. Ach, ich habe super viel geübt. Oh mein Gott. Oh, zwei, drei, vier. Okay, nicht schlecht, Emilia. Können Sie vielleicht die Hanteln weglegen? Das ist super irritierend. Okay, du hast das Zeug zum Haupt-Cheerleader. Yay! Jetzt Ronja. Keine Sorge, ich kann das. Ich kann Salto. Ich habe den geübt zu Hause. Anna hat's gesehen. Und eins. Und zwei. Und mehr kann ich nicht. Aber ist okay. Zwei Saltos? Wie viele kann man denn als erster Schüler, der noch nie einen Salto gemacht hat? Hm? Naja, eigentlich gar keinen. Peinlich. Es sind zwar nicht so viele wie bei Emilia, aber sehr beeindruckend. Cheerleaden ist nicht nur Saltos schlagen. Zeigt mal euren Spagat. Die hat doch nicht mal ein Cheerleader-Outfit. Kann sicher kein Spagat. Weißt du was, Emilia? Ich werde es dir zeigen. Was für ein Spagat, Ronja. Oh, danke schön. Aber wer ist denn jetzt im Team? Nur Geduld. Ich muss noch die anderen Schüler sehen. Das heißt, es ist noch keine Entscheidung, wer Haupt-Cheerleader ist? Die anderen haben nichts drauf. Nein, dazu kann ich noch nichts sagen. Na dann. Warte, Emilia, gehst du einfach?
ich schätze, da ist sich jemand seines Sieges sicher. Oh mein Gott, du glaubst nicht, was ich heute für einen Tag hatte. Oh, wie geht's deinem Bein eigentlich? Es tut noch weh, aber besser als davor. Das freut mich. Ich muss dir unbedingt von meinem Tag erzählen. Was ist denn passiert? Okay, also wir waren beide beim Coach, wir haben beide unsere Sachen vorgeführt. Emilia macht hier richtig wilde Saldos und sowas, aber ich konnte mitziehen, ich hatte früher Turnen in der Schule, das hat geholfen. Jedenfalls wurden wir beide genommen, es steht aber noch nicht fest, wer Hauptcheerleader ist. Und Emilia ist so eine blöde Schlange, die fing die ganze Zeit an, ich habe halt meine normalen Sportklamotten genommen. Und dann sitzt sie die ganze Zeit da, du hast gar kein Cheerleader-Outfit und sie hat ja so einen ach so tollen Rock und frag mich was für Schuhe und ugh. Ja, jedenfalls bin ich gar kein richtiger Cheerleader und habe überhaupt nicht das Talent dazu. Und die ganze Stunde, du kannst es dir nicht vorstellen. Ja, das klingt nach Emilia. Aber das mit dem Outfit können wir ja ändern. Lass uns shoppen gehen. Dann los, worauf warten wir noch? Hi, wie kann ich helfen? Wir suchen ein Cheerleader-Outfit für mich. Ja, sie möchte Hauptcheerleaderin der Schule werden. Welche Farbe suchst du? Entweder rosa oder hellblau oder gelb. Ist mir alles recht. Dann am besten hier hinten mal stöbern. Was denkst du, hat Emilia für eine Farbe? Keine Ahnung. Was hat Emilia sonst so an? Die hat doch immer nur ihre Schuluniform an. Vielleicht hat die auch irgendein schulkomisches Outfit. Dann suchen wir eine viel bessere. Alles klar. Lass uns mal hier hinten schauen. Okay, ich finde das süß. Wie findest du es? Uranga, das Outfit sieht so hübsch aus. Ist es eigentlich gar nicht schlecht, auch mit dem Sportshirt drunter? Vielleicht wechsle ich das nochmal. Warte mal, vielleicht gibt es noch ein besseres. Ich glaube, das ist es. Ja, das ist nochmal besser. Das ist gerade reduziert. Oh mein Gott, was für ein guter Tag. Und wie viel macht's? Nur 50 Euro. Hast du denn genug Taschengeld? Ja, für 50 reicht's gerade noch. Okay, dann einmal das Outfit bitte. Hier, ich kann auch was dazugeben. Ach was, Anna, musst du nicht. Ich hab genug. So, hier, bitteschön. Ich hasse Mathe-Hausaufgaben. Ich hasse sie. Mathe ist so langweilig. Ich kann's auch einfach nicht. Ich weiß nicht, was die hier von mir wollen. Ich meine, was hast du bei Aufgabe 3a raus? 15,5? Das ist gar nicht gut, weil ich habe minus 7. Okay, wo bist du dir denn sicher, dass du die richtige Lösung hast? Weil ich bin mir bei der 4b relativ sicher. Da habe ich eine minus 3. Und das ging ganz glatt auf bei mir. Also bin ich ganz zufrieden damit. Ja, hier stimmt was nicht. Okay, du willst mir nicht sagen, dass meine minus 3 richtig ist. Ich weiß, es war eine komische Textaufgabe und eigentlich kann es nicht sein, dass wir irgendwie minus 3 Äpfel oder sowas rauskriegen, aber es macht Sinn für mich. Also bei der B habe ich 5. Liegt es an mir oder liegt es an dir? Oder sind wir beide nicht so gut in Mathe? Wahrscheinlich hätten wir besser aufpassen sollen. Boah, wenn meine Eltern das rausfinden, wenn ich nochmal eine 5 schreibe, die wären fuchsteufelswild. Die holen mich von der Schule, ich fliege direkt aufs nächste Internat. Ich muss diese Prüfung bestehen, was auch immer es kostet. Das kriegen wir schon hin. Hier zum Beispiel bei der 3D. Was ist, wenn wir unsere Lösung addieren? Oh, okay. Gar nicht schlecht. Ja, dann lass uns das machen. Dann haben wir die gesammelte Hirnpower. Absolut. Oh, ich bin froh, dass wir hier was gefunden haben. Ich hatte schon lange keine Lust mehr auf Mathe. Ich freue mich schon so auf Cheerleading morgen. Ich bin so gespannt, wer der Hauptcheerleader wird. Ja, ich freue mich auch super für dich. Das ist wahrscheinlich richtig blöd. Es tut mir leid, dass ich hier so drüber rede. Du bist wahrscheinlich voll enttäuscht, dass du nicht mitmachen kannst. Ja, es ist schade, dass ich nicht da sein kann. Was ist, wenn wir dem Direktor Bescheid sagen und erklären, was passiert ist, dass Emilia dir ein Bein gestellt hat und dass du nicht mitmachen konntest deswegen? Das hilft mir zwar nicht direkt, aber immerhin kriegt Emilia ihre Strafe. Oh, warte, kriegt sie wahrscheinlich aber gar nicht. Hat sie nicht irgendwas erzählt, von wegen ihr Vater hat die Sporthalle gekauft und deswegen kriegt sie keinen Ärger? Aber deshalb kann sie mir doch trotzdem nicht ein Bein stellen. Du hast recht, aber du weißt doch, wie es funktioniert. Okay, wir müssen irgendwas anderes finden. Auf jeden Fall sollte sie irgendwie ihre Lektion lernen. Oh, vielleicht können wir ihr einen Streich spielen. Okay, gute Idee. Mal überlegen. Was können wir machen? Emilia wohnt direkt neben uns, aber sie ist... Ich weiß gar nicht, ist sie gerade zu Hause? Wahrscheinlich schon, oder? Die müsste sich jetzt ausruhen, damit sie morgen zum Unterricht kann. Wir können ja mal nachschauen. Ich hab's. Okay, pass auf. Ich hab hier hinten, müsste ich noch... Jupp. Okay. Ich habe hier einen Eimer voller blauer Farbe. Frag mich nicht, woher, okay? Frag mich nicht, was ich damit vorhabe. Auf jeden Fall ist der Eimer hier. Emilia wohnt direkt nebenan. Wir nehmen den Eimer, wir stellen ihn auf ihre Tür. Emilia geht raus, kriegt die ganze blaue Farbe über den Kopf und muss dann bei uns in die Schule gehen. Kann ich dich trotzdem fragen, wo du den her hast? Ah, keine Zeit für Erklärung. Auf, sonst geht sie vielleicht schon raus und dann verpassen wir unsere Chance. Okay, hier einmal. Hopp und hopp. Also, der müsste halten. Okay, jetzt schnell weg, nicht, dass sie weiß, dass wir es waren.
Ich kann's kaum erwarten, Emilias doofes Gesicht morgen in der Schule zu sehen, wenn sie da steht mit blauen Haaren, blauer Haut, blauen Klamotten und mir sagt sie, ich habe keine richtigen Cheerleader-Klamotten. Psst, tu unauffällig. Okay, Entschuldigung, ich freue mich nur. Vielleicht hört sie uns ja. Ja, du hast recht. Okay, dann, wo waren wir? 7D? Ja, das hat sie wirklich, die Schlange. Oh, 4B, glaube ich. So eine verdammte... Hey, du warst das! Entschuldigung, Emilia, was war ich? Das hier! Das weißt du genau! Oh, Entschuldigung, das tut mir schrecklich leid. Du siehst aus wie ein Schlumpf. Oh mein Gott, wenn ich erstmal ein Foto hiervon gemacht habe, um das Anna zu erzählen. Du wirst gar nichts erzählen. Ich gehe zum Direktor. Emilia! Oh, ich glaube, da ist er schon. Hallo, Herr Direktor. Was soll das denn? Kennst du unseren Dresscode nicht? Was? Emilia, ich glaube, er meinte den Dresscode in unserer Schule, an den ich mich übrigens halte und Anna auch. Aber was ist denn das mit deiner komischen Haarfarbe? Du weißt ganz genau, was ich meine, junges Fräulein. Aber das war ich nicht. Papalapap. Oh, Emilia, die ganzen anderen Schüler versammeln sich schon. Geh lieber nach Hause, bevor es peinlich wird. Bis morgen sind deine Haare wieder normal. Und dazu schreibst du noch eine Strafarbeit. Was? Nein. Hast du verstanden? Aber das ist nicht meine Schuld. Emilia, sieh's ein. Geh einfach nach Hause, bevor du dich hier weiter peinlich berührst. So, das war's mit dieser Folge Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Da würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal und schaut unbedingt mal auf meinem Community-Discord vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Und in der Beschreibung findet ihr außerdem den Link zu meinem brandneuen Merch-Design, was gerade diese Woche online gekommen ist. Schaut unbedingt vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Und dann macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.